So, da sind wir wieder mal. Ich habe nämlich gerade eben FIFA gestreamt, war schnell in der Rauch und habe nur gesehen, hä, warum ist da Batman Skin im Spiel? Weil mein Sohn gerade Fortnite am gucken war, beim lieben Stan. Und da habe ich mir gedacht, da musst du wohl schnell den Stream ausmachen und gucken, was für Aufgaben da sind, damit ihr natürlich schnellstmöglich alles bekommt. Wir gucken auch jetzt mal direkt rein. Bla bla bla. Ja, deshalb bin ich da. So, wie ihr seht, immer noch muss ich einen Gegner vom Himmel holen. Shop, Shop, Shop. Was gibt's denn? Nach dem Batman gibt's ihn für 20 Euro zu kaufen. Das machen die ja so raffiniert, ne? Also, was bekommt man denn dafür? Einmal das Batman-Outfit, das Rückenaccessoire. Dann Dark Knight. Dann den Bettumhang nochmal, die Bettspitzhacke und den Hängegleiter. Also, wenn das 20 Euro wert sein soll, seid mir nicht böse, aber warum machen die das nicht mit V-Bucks? Ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich könnte mir den Skin kaufen, schön für 2000 V-Bucks und gut ist. Aber da werde ich natürlich nicht zuschlagen. Gibt's denn hier? Ne, hier gibt es halt nur Catwoman Outfit. Naja, nach Catwoman sieht das jetzt mal ganz ehrlich nicht aus. Ganz ehrlich nicht. Weder so noch so. Also da finde ich schon, dass Catwoman da an sich ein bisschen anders aussieht. Zumindest so, wie ich sie halt in Erinnerung habe. So, was gibt's denn noch? Die Katzenkrallen. Oh nein. Das heißt eigentlich, es müsste doch eine neue Dings im Spiel sein. Dann gibt's noch den Hängegleiter. Ja gut, macht halt Sinn, wenn du wirklich halt Batman spielst. Ansonsten würde ich sagen, sieht's ein bisschen komisch aus. So, dann gibt's noch den Peitschenhieb. Dazu sollte man halt auch den Skin haben, Catwoman. Dann passt es ganz gut. Was haben wir noch? Bat-Signal. Ja, das ist natürlich episch. Das ist wirklich episch. Ganz ehrlich, den kaufe ich mir auch. Habe heute eh 300 V-Bucks bekommen bei Rettet die Welt, von daher. Also das ist wirklich, das hat was. So, dann haben wir den Beast Pilot. Das sieht auch ganz nice aus. Dann die, oh Gott, Arktisassassinen. Okay, Arktisassassinen. Oh Gott, man sollte auch richtig lesen. Aber das Wort an sich, wie es schon da steht, das ganz ehrlich, noch nie in meinem ganzen Leben gelesen. Und das nach 32 Jahren. Arktis-Assassinen. Eieieiei. Ist eigentlich gut für Hängemenschen, wenn du das spielst. Nee, nee, nee. Dann haben wir noch. Das haben wir jetzt eben gekauft. Wenn es vernünftige Musik ist, hole ich sie. Ich muss sie kaufen. Die muss gekauft werden. So, und noch eine Lackierung. Zeitmechanismus. Ja, es ist ganz nice. Aber die hole ich mir jetzt nicht. Sieht natürlich echt geil aus. Weil der wirkt dadurch halt ein bisschen so durchsichtig oder ist es nur oberflächlich? Ja, ich glaube, es ist nur oberflächlich. Aber sieht also aus, als könnte man wirklich so in den reingucken. So, dann gucken wir mal ganz schnell, was für Herausforderungen es sind. Klar, ich werde gleich anfangen, aber ich habe schon, glaube ich, gesehen, es sind einige. So, machen wir die Kurzfassung. Schließe zwei Herausforderungen ab, kriegen wir das, den Ladebildschirm. Schließe vier ab, bekommen wir das Banner. Schließe sechs ab, bekommen wir diesen Hängegleiter. Okay. Füge Gegnern Schaden mit einem explosiven Batarang zu. Ah ja. Dann aktiviere verschiedene Bat-Signale außerhalb von Gotham City. Nutze die Batman-Enterhaken-Pistole in verschiedenen Matches.
entschärfe Jokers Glasbehälter, ne, Joker Glasbehälter an verschiedenen Orten, benannten Orten. 30 Sekunden eine beliebige Schadensmenge zu, nachdem du eine Batman Dark Pistole benutzt hast. Matches ein hat. Mal gucken, was der Füge eigentlich. Irgendwie lesen die Aufgaben sich gerade gleich da unten. Oh, die da drüber und die. Explosiven Bat. Batarang. Ah ja. Ach so, man soll alle drei Sachen machen. Ah, okay. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine Runde rein. Ich habe nämlich keine Ahnung, was uns hier überhaupt erwartet. Modi gab es keinen extra. Wir gehen aber mal in Solo Arena rein. Wie gesagt, habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Wir werden natürlich in Gotham City landen. Versteht sich von selber. Die Musik ist einfach geil. Aber ist halt echt schade, weil die Szene nicht 21 Euro dazu bezahlen für einen Batman. Hätte man zu V-Bucks kaufen können, dann ja, aber so, ne. Ach, hier war die 1. Speichern und beenden. So, dann gehen wir mal rein. Ich glaube mal ganz schnell nach Gotham City. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie den kompletten Spielmodus geändert, Spielablauf geändert. Und für alle, die jetzt neu da sind, gerne ein Like da lassen. Ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt gerne ein Abo raus. Unten siehst du schon zwei Paysafe-Zahlen. Alle 10 Abonnenten kommt da eine Zahl hinzu, also abonnieren lohnt sich. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung rein. Oh, sogar im Spiel. So, schauen wir mal. Dann müssen wir halt gucken, wie die Aufgaben genau sind, weil das sieht aus, als könnte man die nicht irgendwie in einer Runde groß machen. Müssen wir halt dann einfach mal gucken. Hat da schon einer einen Batman-Skin? Scheiße. Boah, das laggt ja übelst. Oh je, das ist unspielbar, ey. Waffe, Waffe, ich brauche eine Waffe. Da, Sackgasse. Boah. Das leckt ja nicht nur ein bisschen. Ja, klar, genau die Pump wollte ich haben. Ah. Gucken wir gerade mal ein bisschen zu. Das interessiert mich anscheinend halt wirklich, wie hier generell alles so abläuft. Liegen die Waffen auch auf der Straße rum, hätte ich das mal vorher gewusst. Das leckt halt übelst. Aber es sieht schon geil aus. Also, ganz ehrlich, meiner Meinung nach die beste Stadt, die sie bis jetzt so gemacht haben. Man anscheinend immer klar. Bester Spieler EU West. Puh. Das ist ein heftiges Event, finde ich. So, dann gehen wir mal direkt. Gucken wir mal. Erreicht haben wir ja jetzt gar nichts. Außer Erfahrung. Ich wollte euch halt einfach mal den Job zeigen, den ersten Eindruck, wie die Aufgaben so an sich sind. Also ich glaube, hier wird es ein bisschen schwieriger als sonst. Aber ich habe jetzt noch nichts wirklich gesehen. Wie gesagt, das waren noch meine ersten Eindrücke. In dem Sinne sage ich mal, haut rein. Ich gucke mir jetzt mal die Aufgaben richtig an. In dem Sinne,
Bis gleich wahrscheinlich.